first. They took your family and your riches. Then they took your health and your pride. Finally, they left you to die. What will you do, exile, when there is nothing left but to live or die? What will you become? Herzlich willkommen zu Let's Play Conan Exiles. Ich bin der Sarazar und wir spielen heute gemeinsam mit dem guten Gregor Onk ein bisschen Conan, ein Survival-Abenteuer. Und dies ist übrigens die Aufzeichnung von einem Livestream. Deshalb nicht wundern, es wird mehrere Folgen geben und es wird ein riesiges Abenteuer. Let's go, endlich bei der Charaktererstellung und ey, dieses nackt so. Bei mir. Verdammt. Hä, bei mir nicht? Warum nicht? Oh Mann, ich muss da jetzt einen minimalen Balken drüber legen. Zum Glück streame ich das nicht. Warum ist sie bei mir nicht nackt? Ich weiß auch nicht, wahrscheinlich, weil ich vorher mal so einen Button gemacht habe, dass sie nackt sein soll. Aber die sieht gut aus. Sie ist ein Model und sie sieht gut aus. So, ich kann also bei Volk, genau, da gibt es diverse Völker jetzt hier zur Auswahl, die wir wählen können. Und der Gong und ich, wir haben uns entschieden, halt zwei Mädels zu nehmen, weil die Typen ja alle hässlich sind, deswegen nicht wundern. Meine ist zufälligerweise hier nackt gerade. Ja, meine leider nicht. Die hat irgendwie so einen Zettel hier vorne, ist doof. Und ich, das Volk der Kuhshit, das finde ich schwierig als Namen. Kuhshit ist irgendwie... Also man kennt die vielleicht. Vielleicht kennt der ein oder andere sich von euch mit dem Age of Conan-Universum oder mit dem Conan-Universum aus. Wir wissen ja alle, dass Conan der Sumeria war, ja, der Barbar. Und es gibt hier halt diverse Völker, Hiborianer, es ist Hiboria, ist ja die Welt da und dann gibt es so die Pikten und was weiß ich was alles. Nordheimer sind so Wikinger und die haben alle eine kleine eigene Geschichte. Ich glaube, der Gronk skippt das ja gerade auch mal durch. Ja, ich habe vom Volk, ich bin jetzt bei den Dafari. Die durch und durch barbarischen Dafari sind blutrünstige Banditen und Mörder, die lose Gruppen bilden, um am Altar ihres Gottes Jog Opfer darzubringen. Ich überlege aber, ob ich Chrom nehme, den Gott des Stahls. Da bin ich okay, bei Religion, ja genau, Chrom ist doch eigentlich immer der, genau, soweit ich das in Erinnerung habe, war das auch so. Ja, ist lange her. Gott, der keine Verehrung fordert. Und hier Gott der Schlangen und Opfergaben ist Set. Jog ist Gott der Kannibalen. Der Jog. Der Jog. Das ist ja genau dein, das ist genau dein Gott. Ja, eigentlich echt, ey. Müssen wir als Jogi Löw heißt der eigentlich, ist der Gott der Kannibalen. Der Gott von Recht und Gerechtigkeit, wie lame. Nehmen wir einfach beide Chrom, oder? Ja, ja, obwohl du kannst, willst du nicht Jog nehmen, Gott der Kannibalen? Oder? Okay, also als kleinen Joke. Ah, oh, come on, Alter, come on. Ich nehme Stimme 2. Warte. Ich guck mal. Ja, Stimme 2 ist cool. Stimme 1 geht auch. Stimme 3 ist schwierig. Stimme 4 ist ein Hu-Girl, okay. Warum huhen die denn alle? Dann nehme ich Stimme 1. Ich nehme Stimme 1. Ja. Ich kann es auch Stimme 2 haben, ich habe da nicht so ein Problem mit. Kopfoption finde ich... Nein, ich will nicht. Okay, Kopfoption, ich guck mal. So, ist ja egal. Gesicht. Mhm. Hast du ein Gesicht, Walle? Ja, durchaus. Ich habe so eine Blondine, mache ich so eine Schafe. Achso, okay. Heute mal Blondine. So, ich mache mal so, ich schau mal ganz kurz. Haare wäre auch schön. Momentan bin ich Shinnet O'Connor, okay. Ja, genau. Freue mich, dass Haare noch gehen. So. Die Lippenfarbe. Ist ein ganz schöner Wind hier, ne? Also hier ist schon ein strenges Windchen. Du, ich habe das zum Glück so leise gestellt, alles, dass mich nicht am Sack geht. Nee, ich meine vom Grafikeffekt bei den Haaren. Ach so, ja, das sieht irgendwie scheiße aus bei manchen, glaube ich, dann, ne? Ja, ein bisschen. Ich nehme vielleicht mal diese hier, oder? Ja, das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich glaube, da mache ich mal so, oder?
So, also so, ich bin schon bei den Gesichtsdetails hier. Ja, bei mir, Walle, ich brauche immer so ein bisschen. Ich bin jetzt bei den Augenbrauen gerade noch. Gar keine Augenbrauen, ist auch cool. Ja, genau, so eine Freak-Alte, ne? Das wäre auch nicht schlecht. Also meine ist schon ziemlich hot. Ja? Ja. Größe lasse ich einfach in der Mitte, oder? Brustgröße. Boah. Was? Achso, Brustgröße? Dann mache ich so. Statur. Brustgröße. Okay, muss ich mal so. Also man kann auch die volle Nacktheit machen. Man sagt ja immer, oh, ich kann hier keine, teilweise voll. Maximum Nudity on the Server, full. Ja, jetzt mach das aus wieder. Oh. Mal schnell auf keine. Achso. Ich kann die Kamera nicht bewegen gerade. Schau mal kurz mal. Jetzt mal nochmal rangezoomt. Ich wollte jetzt natürlich, die Leute sollen ja auch, da muss man ja auch mal gucken. Wir müssen ja unseren Charakter stellen. Aber das Klischee ist natürlich, dass Männer immer genau so eine Brustgröße nehmen. Ja, natürlich. Dabei ist das nicht immer schön. Nee, nicht immer, aber hier finde ich geht's noch. So, ich habe weitergemacht. Wie machst du? Hast du Nudity ganz aus oder hast du. Ich habe es ausgemacht, das ist ja schlecht, wenn man dann nachher mit Video und so. Nachher gibt's Ärger. Ja, aber die halt. Frauen haben Brüste? Was ist denn da jetzt? Ja, aber das kannst du YouTube erzählen. Darf man Pinen eigentlich zeigen? Ich glaube, nur nicht im irrigierten Zustand, ne? Ja, oder ist es halt irgendwie wissenschaftlich? Dann geht's auch. Genau. Weiß ich nicht, aber verstehe ich nicht. So, dass man Brüste nicht zeigen darf, ist mir ein Rätsel. So, ich lass die Brüste offen. Also ich bin fertig. Huch! Hier hängt Gronkh. Nein, ich nenne ihn nicht Gronkh. Hier hängt Saraza, Nordheimer. Ich bin Gronalda, Sedafari. Ja, Saraza ist doch gut, Gaunerei, oder? Verstümmelung eines Wachmanns und Überspringen von Kombos? Hä? Überspringen von Kombos? Was? Ich habe niemals Kombos, ich nehme alle Kombos mit. Bei mir ist Betrug und Hinterlist, Verstümmelung eines Wachmanns und Manipulation von Gladiatoren. Oh, warte, Intro. Hey, Gondala! Wow. Was ist los? Na, okay. Schicke Frisur! Oh, ja. Schicke Frisur, Bitch! Nice, Girlie! Komm, ich geb dir mal einen Clap. Ich geb dir mal einen Clap auf den. Oh. Kann ich nicht. Übrigens, ganz kurz: du hast Brüste ausgeblendet, ne? Ja. Lustigerweise, wenn man croucht und dann aufsteht, dann gibt's auch eine physikalische Reaktion. Steh mal auf. Ja, ich wollte es nur mal gucken. Ich will es nicht allzu sehr einblenden. Aber warte mal. Nee, komm nochmal. Will ich aber sehen. Das will ich jetzt aber mal untersuchen hier. Okay, warte. Crouch, Stream? Mal auf. Guckst du auch den Stream oder was? Warte. Ja. Achso, oh, das ist auch spannend. Ja. Geh mal hoch. Wie sieht das denn aus? Geh mal hoch. Ui. Muss man jetzt super Zeitlupe machen? Keine Ahnung. So. Man muss natürlich auch die physikalische Engine, da muss man natürlich auch mal gucken. Das kennt man sonst nur von, wie heißt das Spiel nochmal mit dem Volleyball immer? Ach, guck mal. Was denn? Ja, das quatscht jetzt auch. Hast du interagiert? Ja. Okay. Beyond the passage of our highways, lie the wild places of the world, where untamed savages make endless war upon each other. You cannot pass into the endless wastes enslaved. Your bonding prevents it. Return. Follow the road. Any road. Boah. Auf jeden Fall Magengrummeln, der Bursche, ne? Würde ich mal behaupten. Der redet zu viel, ne? Ja, auf jeden Fall. Guck mal, hier hängen auch richtig schön die Leute. Kann man auch mal aus der Nähe zeigen. Nimm mal den Wasserschlauch und jetzt nehmen wir auch den Zettel. Mal gucken, was passiert. Dann wird nämlich richtig endlos gelabert. Okay, warte. 1, 2, go. I am beaten. Left to rot among the ruins of the past. There are others here. Slaves. Bandits and cannibals.
exiles from lands I've never heard of. Some of them try to scrape a life from the wasteland. Ja, also im Prinzip kann man das jetzt, glaube ich, mal überspringen und muss das jetzt totlabern lassen. Also ihr zählt halt viel davon, dass hier diese ganzen Typen angekommen sind und hier super viele gestorben sind und hier alles die Verdammnis ist und man am Verdursten ist und alles scheiße ist und pipapo, würde ich mal zusammenfassen. Ne? Immer nur am Meckern, Meckern, Meckern. Weißt du, weniger heulen, mehr machen? Ja, und machen kann man hier in Conan Exiles ja eine Menge. Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wir sind gerade noch im Startgebiet, wir kommen gleich noch auf die Map, ihr wisst es ja. Und man sieht ja, und das habt ihr, die den Stream jetzt schon länger geschaut haben, weil wir streamen das ja gerade live beim Gronkh, was wir hier aufnehmen, dass wir, ja, man Hunger und Durst hat oben, sieht man das, es geht auch ziemlich schnell, dass man verdurstet hier in der Wüste vor allem scheinbar. So, ja, komisch, echt. Wir müssen halt auch Sachen einsammeln, ja, und dann auch noch Sachen bauen und man kann auch Spielerhäuser bauen und ganz viel Schnickschnack, Königreiche gründen und was weiß ich. Ja, und wir sind ja die zwei hotten Girls hier. Wo bist du denn, hottest Girl? Ja, du bist schon voll am Vor. Achso, ja, ich habe Samen gefunden. Weißt, ja. Ja, natürlich. Oh Gott, richtig, richtig beschissener Witz wieder. Ja, ich bin eine Dame und das Erste, was ich natürlich im Busch finde, sind Samen. Was ist denn da los? Oh. Ich finde das sehr sexistisch. Aber da kriegen wir auch Erfahrung durch. Also man steigt ja offensichtlich auch Level auf. Also nicht nur... man hat nicht nur einen fixen Charakter, was ich jetzt noch nicht ganz nachvollziehen kann, was man davon hat oder wie man es geht, aber ihr seht, Äste, die gehören alle uns, vor allem wenn man Gronkh, dem alten Luther King, spielt. Naja, aber du hast die ganzen Büsche, leer schlawinert, das heißt, ich muss mich da auch mal ein bisschen ranhalten. Mach auf jeden Fall nicht zu viel Gerenne, das geht auf Ausdauer. Ja, wie bei Forest. Was ist das denn? So, wir bauen... Oh, da fliegt was. Oh, der Fliegematz. Das haben wir noch nie gesehen. Das haben wir noch nie gesehen. Fliegematz. Wir spielen das ja erst zum dritten Mal, weil wir keinen vernünftigen Server gefunden haben. So. Hier ist jemand ohne Bein. Ohne Bein, das lass sein. Oh, ich habe ein Buch gefunden. Oh, ich kann das irgendwie... Warte. Irgendwie... Hä? Ach, er erzählt wieder irgendeine Geschichte, oder? Ja, warte, bla. Ja, bla, bla. Ich kann es irgendwie nicht aufheben, sorry. Nee, aber mir quatscht der gerade. Willst du das dir anhören? Der ist sehr laut, ich verstehe dich gar nicht. Ah, deutliche Stimme. Ich glaube, jetzt hat er aufgehört. Ah, super. So, warte mal, ich sammle hier noch ein paar Steine ein, wer weiß, wo wir die gebrauchen. Aber ich glaube, wir halten uns zu lange auf, wir sollten schnell weiter auch irgendwie, ne? Weil ja, ich glaube, schnell du hast. Ja, wir brauchen schnell Nahrungsmittel, die zwei heißen. Vielleicht habt ihr ja einen Namen für uns, können wir in den Chat schreiben, wie die zwei heißen, für irgendwie unser Clan-Name. Ja? Der Clan-Name, was? Ja, wir brauchen noch einen Clan-Namen auf kurz oder lang. Achso, Tic-Tac-Toe. Tic-Tac-Toe, ja. Ja, komm, ein bisschen Fantasy bringen wir schon rein, also, ne? So ein Rollenspiel fände ich auch cool, aber dann würde ich einen Kerl spielen, sonst komme ich mir da irgendwie komisch vor. Ja, warum? Ja, du spielst ja gerne so eine virtuelle... Ich spiele öfter mal Frauen. Tatsächlich, lustigerweise, ja, ist der Name Frikadella. Ich habe ja Frikadella Schlümpel und so. Und der Name stammt ursprünglich aus dem MMO Vanguard. Da habe ich nämlich Frikadella damals erfunden. Die sah aber auch schon genauso aus. Und die war halt so eine Kriegerin. Die ist immer mit so einer fetten Doppelaxt, ist die mal auf jeden draufgesprungen, auf jeden Mob, wirklich beim Angriff immer draufgesprungen. Und daher kommt eigentlich Frikadella. Weil ja, ich ab und zu auch gerne mal Frauen spiele. Und ich spiele auch gerne Anti-Charaktere. Das finde ich auch cool. Ich finde es auch cool, meine Frau zu spielen. Finde ich auch nicht schlecht. Meistens spiele ich, glaube ich, Männer in den meisten Spielen. Am meisten bin ich irgendwie so Schurke-Krieger-Typ, auf du ja auch eigentlich eher, ne? Ne, ich bin eigentlich immer Tank. Der Magier, ja genau, das meine ich so, Krieger-Typ. Genau. Ja, genau. Also Magier bin ich eigentlich fast Ich mag das immer in der ersten Reihe mit drauf zu schmeißen, aber auch dafür zu sorgen, dass kein anderer was in die Fresse kriegt. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Ja, also ich finde es auch. Aber es macht mir jetzt ganz gut Eindruck, der Server laggt auch lange nicht so krass. Guck mal da hinten, da steht irgendwie so ein Steinbock auf dem Tor. Ja, das ist der Wächter von Togris. Kennst du vielleicht aus der Kone-Mythologie? Den habe ich mir gerade ausgedacht. Der schwebt da auch ein bisschen. Wie gesagt, immer noch Early Access, dieses Game. Und jetzt natürlich fängt es gerade so ein bisschen an zu laggen. Sieht cool aus wieder, ne? Ja, das ist cool. Wie gewollt. Ich weiß auch, vielleicht ist es sogar gewollt, mal ausnahmsweise. So, da drüben haben wir ein Lager. Oh, da drüben und hier sind so NPCs. Gorillas. Wieso greifen die Gorillas... Die greifen die NPCs nicht an. Oder? Greifen die an? Die sehen momentan noch sehr lebendig aus, ehrlich gesagt, die NPCs. Aber hier sollten wir uns mal bereithalten. Kannst du Holz sammeln, so irgendwie? Ich hoffe, ich verliere jetzt keine Gesundheit, wenn ich hier gegenschlage. Was passiert, wenn ich hier einfach mit der Faust... Ich bin so aggressiv, zu alle Bäume! Ich hasse alle Bäume! Ey, man kann ja sich auch hier... Vielleicht kann man Samen essen, weil zu essen haben wir noch nichts gefunden, ne? Also, Use. Ich nehme mal... Das sieht ja ähnlich, Schlappe! Den Schlauch und ich habe mal was getrunken. Okay. Ja,
Okay, sollen wir den mal umhauen? Komm, Gregor, machen wir mal. Wen denn? Das sind zu viele NPCs. Den Buschmann hier, dem kleinen, den Gorilla. Verschnitt den da. Das können wir machen, aber die hauen schon übel rein. Okay, das sind noch drei. Lass lieber sein, oder? Und pass mal lieber auf, falls wir die ganze Gruppe pullen, haben wir ein Problem. Okay, Baby. Ein geht. Wo bist du denn? Ach, da. Hi. Warte. Er kommt, Knight Rider. Mach okay, dich bereit. Okay, let's go, komm. Boah, der ist auf dich gejumpt. Der wollte dich besteigen, Baby. Das ist meine jetzt? Frau. Au, da habe ich richtig einen abgezimmert bekommen gerade. Oh, der ist irgendwie stärker als die. Ja, der ist richtig stark. Okay, das war's. Alter, der hat mir gut einen gesappt. Selbst ist die Frau und er hat natürlich nichts dabei. Ja. Wir brauchen Werkzeuge, um die zu finden. Guck mal, wie ich am Bluten bin hier. Guck mal, mein Körper, wie er voller Blut ist hier. Oh ja, bin ich auch voller Blut? Bin ich auch voller Blut? Bei mir nicht, bei mir bist du einfach nur so normal. Ach so, na gut. Ich guck dich mal aus der Nähe an, zeig dich mal aus der Nähe hier, Baby. Vielleicht war ich nicht in Spritzreichweite. Oh. Bist aber schon ein heißer Feger, ne? Ich bin eine Exotin. Oh, wie das flattert da, wie das flattert. Ich bin eine Exotin und ich bin nicht leicht zu haben. Da muss ich schon ein bisschen anstrengen. Du, das ist kein Problem. Ich bin so heiß, mein Charakter, der wird dich auf jeden Fall am Finger klippen. Okay, ja gut, ich lass drauf ankommen. Ich bin ja offen für Experimente. Der Lesbenporno, nächste Folge. Wie komme ich jetzt aus dem Kampfmodus wieder raus, verdammte Axt? Mit V, glaube ich, ne? Drück mal V, dann kann man sich ja von vorne anschauen. Das sieht ziemlich cool aus. Oh ja. Geht da noch das der Zoom bin ich also selber. Also ich cool. bin auf jeden Fall auch echt ziemlich sexy vom Charakter. Mit C? Ah ja, cool. Mit C kommst du in den Kampfmodus rein und wieder raus. Super, hat man was gelernt, ey. Wie war das jetzt mit dem Holz? Hast du da was abgearbeitet, als du dagegen geschlagen hast? Nee, leider gar nicht. Wir brauchen Werkzeuge und ich weiß noch nicht genau, wie wir Werkzeuge machen können. Aber drück mal I und jetzt können wir hier nämlich wir können weit auf die Viecher draufhauen für Looten, lese ich gerade. Okay, ich habe gerade einen Steinpickel gemacht. Du hast einen Steinpickel. Ja, drück mal I, mein Freund. Und klick mal das Ding an. Ich kann aufsteigen und Rezepte lernen. Wo kann man das? Ah ja, da. Okay, ich gebe mal was. Warte, lass mal kurz jetzt reden. Wie verteilen wir unsere Sachen? Einer müsste Weber sein und einer müsste irgendwie Waffen herstellen. Ne? Dann würden wir uns auf... Oder Handwerker lernen. Warte mal, was hast du nicht für verfügbare Punkte noch? Erst mit Stärke, Agility und so? Nö, ich bin jetzt hier bei Investiere Wissenspunkte und ich mach mal ganz das Handwerkerlehrling. Ich mach mal einen auf Agilität, einen auf Stärke und einen auf Vitalität. Okay, Söldner ist vielleicht auch ganz spannend. Erfahrener Überlebenskünstler. Ja. Rezepte lernen. Okay, Steinpickel. Handgefertigt. Es ist so. Uff. Boah, das ist überfordert einen jetzt richtig. Ja, ich bin gerade auch so ein bisschen. Also ich kann verfügbar. Weber kann man gar nicht lernen irgendwie, oder? Nee, ich habe jetzt Handwerkerlehrling. Alles, was grün ist, hat man schon gelernt, glaube ich. Ah, okay. Und alles, was orange ist, kann man jetzt lernen, glaube ich. Ein freischalten. Okay, dann mache ich mal erfahrener Überlebenskünstler vielleicht, oder? Oh, das wollte ich auch gerade machen. Ah, nee, das glaube ich, brauchen wir beide. Ohne Scheiß. Dann machen wir das einfach. Komm, was Weil das ist Lagerfeuer, so. Trinkschlauch Zack. Und so. Stein verfügbar. Ich habe immer noch einen verfügbar. Handwerkerlehrling mache ich auch noch. Ich habe jetzt Steinmetzlehrling noch gemacht. Dann mache ich mal Handwerker. Ja, das ist doch cool, dann können wir es ein bisschen verteilen. Sehr geil. Okay, jetzt habe ich leider keine Punkte mehr für die anderen. Ich muss gleich trinken. Warte mal, abgedichteter Trinkschlauch. Okay, super. Hier. Den kann ich nachher bauen und du ja auch jetzt. Okay, Durst ist bei mir halb weg. So. Ah, das läuft doch ganz gut. Also jetzt, wo wir einmal im Spiel rushen, macht das eigentlich sogar ziemlich viel Spaß. Überleben. Guck mal hier, hast du gesehen? Warte mal. Survival is a measure of your ability to live in harsh conditions or in a metabolized food. Okay, das ist eigentlich auch ganz, das sollte man vielleicht auch machen, überleben. Ich mache Stärke, Agilität. Vitalität und Überleben mache ich jetzt erstmal. Ich weiß nicht, ob es gut ist. Ich habe da schon geskillt. Wir brauchen Steine, mein Lieber. Ja. Und noch Äste. Dann könnte ich uns dann in eine Axt bauen. Ja, ich auch. 20 Steine brauchen wir noch. Alles genau. klar. Dann wissen wir schon mal, was wir jetzt sammeln müssen. Aber wir brauchen auch Nahrung. Wie gesagt, Trinken ist super wichtig und Essen auch. Und Essen geht uns leer. Wir haben Läufst noch gar nichts zu essen. Nee, da läuft jemand. Da ich läuft bin gerade runtergelaufen. Was bist du? Ah, alles klar. Ich wollte dich gerade wegsparen. Guck mal hier, ich habe den im Notfall am Start. Schon mal. Hast du denn schon mal eine Spitzhacke gebaut? Genau. Spitzhacke. Steinpickel heißt es hier. Warum? Komm mal ganz kurz mit. Was ist der Geist? Kommt einer. Alle. Ist das ein Spieler oder ein NPC? Was ist das? Hauen wir den um? Ja. Hau ihn um. Kopfnuss, Junge. Kopfnuss. In den Kopf. Alter, was machst du meine Freundin an? Du scheiß Disco-Schuppi. Geh weg. Alter. Geh ein bisschen in Deckung. Du hast kein Leben mehr. Hä? Natürlich. Boah, Alter. Vorsicht. Oh Gott. Boah, ich bin gerade noch so weggestrafed. Alter, hau ab, Junge. Autsch, diese kleine Pissnäcke. Wo kommt der Gorilla her? Ich will den aber looten. Oh Gott, da kommen immer mehr.
Ich sammle hier Äste, weil ich flüchte. Hast du ihn gelootet, den Sack? Hast du ihn gelootet? Warte mal, wollen den Gorilla mitnehmen? Oh, ja, hau drauf, ich lenke ihn ab. Aber du, ja, wenn du wegrennst, dann... Ja, ich muss irgendwie, sonst haut er mich tot. Ich bin schon ziemlich angeschlagen. Okay, komm jetzt. Huh. Vorsicht. Aua. Oh, jetzt bin ich auch angeschlagen. Oh, scheiße, Mann. Ja, wir haben ihn. Gleich. Oh. Komm. Nein, nein, du bist tot. Oh Gott, kann Vorsicht, ich hinter dir. Hinter dir kommt noch so ein kleiner Bubbel, den kannst du aber mitnehmen. Nee, ich bin ziemlich angeschlagen. Kann ich dich irgendwie retten? Ich habe mich geopfert. Fürs Team habe ich mich geopfert. Ja, ey, legendär, Gronkh. Legendär, aber das Ding ist, will ich retten können irgendwie. Es muss doch gehen. Vor allen Dingen, wo bin ich denn jetzt? Da hinten sind irgendwie... Wo bin ich denn jetzt gelandet? Soll ich den noch umhauen? Wie finden wir denn jetzt zueinander wieder? Du musst hier hin wieder laufen. Ja, ja, ach so, ja, aber ich bin jetzt ganz woanders gespawnt, ich. Bin vielleicht jetzt auch tot. Ja, vielleicht, oh, vielleicht stirbst du einfach und dann sind wir wieder zusammen. Ja, das wäre eigentlich vielleicht sogar echt die Devise, weil... Dieser kleine Mats macht mich schon fertig. Sammeln. Boah, ich habe ihn noch erledigt irgendwie. Ich weiß natürlich nicht... Ich sammle jetzt erstmal Steine, ich habe keine Ahnung, wo du bist. Da ist gar nichts bei dem Heinz. Puh, kann ich dir jetzt... Ja, kämpfen. Können wir kämpfen, uns nicht irgendwie kannst, eine Gruppe hau mal, einladen? Hau mal ganz kurz auf seine Leiche von dem Dingens. Kannst auf die Leiche hauen, dann soll man ja was kriegen. Wenn man auf die Leiche haut, dann harvestet man den wohl irgendwie so. Also okay, das ist gerade verschwunden, tatsächlich. Das klappt tatsächlich. Ah, cool. Klappt das auch, wenn ich auf deine Leiche schlage? Warte mal. Alter, ist der grottenhässlich. Hier kommt irgendwas. Wow! Scheiße, ich werde wieder angegriffen. Fuck. Ich überlege, ob ich mal zurückrenne einfach. Hier passiert gar nichts. Ich kann auf den draufschlagen, da passiert nichts. Oh, Wildfleisch bekommt man dann. Ah, okay, ich verstehe. Also wenn man die anschlägt, dann kriegt man da auch Essen. Zumindest mein Charakter ist kurz vor Down. Kurze Frage. Gibt es eine Möglichkeit, das hätten wir vorher gucken sollen, zusammen in eine Gruppe zu gehen? Ja, das hätten wir echt, aber das müsste doch immer noch gehen. Guck mal bei Help oder ich kann gerade nicht flüchte. Warte, ich guck gerade, Group geht nicht. Ich schau mal gleich. Okay, der lässt ab. Puh, hab ich Glück. Meine blutbeschmierten Brüste hängen wieder in die Kamera. Also ich finde das Spiel bisher ziemlich geil. Ich find's auch ganz cool tatsächlich. Man muss nur erstmal ein bisschen reinkommen, glaube ich, ne? Ja, aber... Macht schon Laune. So. Wenn ich mir da vorstelle, dass man dann so in Clans gehen kann und so und dann andere Spieler auch mit einem fighten und wir dann die coolen Kriegerinnen sind, die zwei coolsten Kriegerinnen auf der ganzen Welt und so. Ja, das ist richtig. Das sind wir aber jetzt schon. Ja, natürlich, Baby. Du musst der Allerbeste sein. Erinnert mich an die Playmassive News. Hat man nicht mal sowas? Ja, warte. Erinnere ich mich auch an irgendwas dunkel. Was war da denn noch? Bei irgendeinem komischen Anime-Spiel hatte ich doch dieses komische Lied gemacht. Das hast du richtig gut gemacht sogar. Das hat voll Spaß gemacht. Die habe ich echt gefeiert, die Playmassive News damals. Boah, die waren super. Du warst echt ganz gut. Ich war da noch peinlich. Ach Quatsch, du warst so peinlich, weil du vor der Kamera warst. Ich konnte mich ja schön verstecken. Oh Gott, jetzt verfolgen mich wieder zwei von diesen Affenkreaturen. So, ja, ich sammle mal ganz fleißig Steine. Ich wünschte, ich wüsste, ey, weißt du theoretisch, wie man zu diesem Steinbock kommt? Nee, ich weiß gar nicht mal, wo wir vorher waren. Wir können mal ganz kurz gucken. Vielleicht, wenn ich deinen Namen schreibe, oder schreib doch mal Sarazar mit H. In White Sarazar, so ganz Standard MMO. Warte mal, heißt es Chatwindow? Help for more. Warte mal. Hier. Wow. Okay, jetzt hab ich Durst. Emote Name. Warte mal, wie komme ich jetzt? Kann ich mit Tab vielleicht die Maus aktivieren? Nee. Wie kann ich die Maus aktivieren, dass ich da unten scrollen kann? Das weiß ich leider nicht. Who am I? Ach cool, wenn man hier mit Steinen mit Spitzhacke gegen das Ding. Boah, dann kann man die Steine richtig wegharvesten. Das ist ja richtig geil. Das Spiel ist hammer. Hier läuft noch ein anderer Spieler rum. Ich hoffe, der will mich jetzt nicht begeilen, weil ich eine Frau bin. Oh, Tierhaut brauchen wir, Süßer. Und ich hoffe auch, Süße. Der will sich nicht prügeln. Tierhaut und Zwirren. Geh mir nicht auf den. Haha. So, ich hoffe, der greift mich jetzt nicht an. Okay, ich baue mir schon mal eine Axt, Gronkh. Huch. Hallo, hi du, hi. Auf einmal reden alle. Ja, ist doch nice. So muss es sein. Nicht das finde ich gut. Das finde ich gut. Leider bin ich eine stumme Kriegerin aus dem Reich der Mercedes. Nein, ich habe vergessen, wie ich hieß. Ich bin nur eine einfache Steinesammlerin. Menschenfleisch habe ich hier auch am Start und ich bin doch Kannibal. Das müsst ihr mir doch munden. Ja, du kannst Menschenfleisch essen tatsächlich. Also müsste eigentlich gehen. Aber irgendwas zeigt er mir jetzt an. Oh, Vergiftung. Na super.
Was? Bei Forrest geht das. Und das ist voll realistisch. Forrest ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen erstellt. Dann skill ich doch direkt mal Stärke nochmal. Okay, ich mache ein bisschen mehr auf Schaden und du machst ein bisschen mehr auf Einstecken, oder was? Was ist das, was ist das denn für eine sexistische Äußerung, du Macho-Schwein? Steinschwert und Holzschild, das werde ich mal skillen jetzt, okay? Okay. Ich mach mal ganz kurz, ich mach mal eben eine Axt. Den Waffenschmied einfach oder sowas. Oh, Reparaturhammer. Ich mach mal hier. Ich brauche 5 Äste. Ich habe keine 5 Äste, das darf ja nicht wahr sein. Hier. Und wie kriegen wir Zwirn, mein Lieber? Weißt du das? Himmelarsch und Zwirn. Müssen wir bestimmt kraften? Okay, ich verstehe. Lebensmittelvergiftung. Ach toll. Fehlt mir jetzt gerade noch. Hm. Hast du den Menschen nicht vorher durchgeweicht? Ich habe den nicht durchgebraten. Ach, wann lernst du es denn? Niemals ja, das Lagerfeuer hat so ewig gebraucht. Ihr geht in die falsche Richtung, wird hier gerade in den Chat geschrieben. Also man sieht hier noch andere Spieler. Ich gehe in die falsche Richtung? Ich sehe hier schon wieder so einen von diesen komischen Gargoyles. Oder wer geht in die falsche Richtung? Keine Ahnung. Ah, da musst du vorbei annehmen. Irgendwann kommst du dann zu mir. Hast du mal geguckt in der Liste, was das jetzt war mit Gruppeninvite und so? Der Typ geht mir immer noch hinterher. Ich fühle mich gestalkt. Der will sich mit dir befreunden, der ist eigentlich nur nett. Aber du bist halt auch heiß. Das ist halt das Problem. Ihr geht in die Flasche Richtung. Achso, ihr geht in die Flasche Richtung. Wir gehen immer Richtung Alk. Ja. So, warte, ich mach mal ganz kurz hier Steinaxt herstellen. Jetzt habe ich eine Axt. Jo, die Axt dauert ganz schön lange. Ja, werden jetzt wahrscheinlich schon ein paar Leute entdeckt haben, auf welchem Server wir auch hier spielen. Nein, es hat keiner entdeckt. Auf keinen Fall! Niemand wird das je erfahren. Okay, was brauche ich denn? Ich brauche eigentlich nur noch Äste. Äste dauern so lange. Wird es bei dir jetzt auch langsam Nacht? Ja, das heißt, bald müssen wir eine Fackel bauen. Da sollten wir nicht zu lange. Sehr gut. Achso, wird es dann eigentlich zu kalt oder was? Okay, mit einer Axt kannst du richtig Holz harvesten, die Bäume fallen noch um und alles kleiner Radar, das ist richtig cool. Okay, sehr gut. Ich habe immer noch keine 5 Äste, was ist da los? Ja, Äste habe ich auch nicht. Ich glaube, ich gehe. Gehe ich hier wieder Richtung Spawnpunkt? Kann das sein oder was? Ich weiß es einfach nicht. Also ich probiere. So, jetzt habe ich 5 Äste. Bei dem Steinbock, das war so markant, weißt du so. Ja, warte. So, streamt Walle auch? Nein, der Walle streamt nicht, der Walle nimmt gerade auf und ballert das Ganze, glaube ich, auf YouTube. Genau, das wird bei YouTube gesendet. Ne? Freue ich mich. So, gut. Spitzhacke habe ich. Axt habe ich auch. Das ist eine etwas längere Folge jetzt. Und ich glaube, ich bin tatsächlich in die falsche Richtung gegangen, in die Flasche Richtung. In die Flasche Richtung. Okay. Passiert. War die Flasche Richtung. Alter, hier gibt es auch Steinböcke, die so rumrennen. Ich traue mich aber nicht, den anzugreifen. Oh, da kommt wieder so ein Gorilla-Heinz. Ich hau lieber ab. So, und der Badrund sagt, richtig. Übrigens, falls die Herren hier auf dem Server zuschauen sollten, liebe Grüße. Ja, und vielleicht könnt ihr uns sagen, wie wir uns treffen. Bringt den Grog doch mal zu mir. Ach, ihr wisst ja gar nicht, wo wir sind. Ach doch, wissen die wohl, weil die es ja vorher gesehen haben, wo ich gequietet habe und ich hier immer noch in der Area bin. Also ich gehe jetzt einfach nochmal in die andere Richtung. Da läuft noch jemand herum. Der sammelt Büsche ein. Es wird Nacht. So. Das ist schon geil. Muss sagen, eine barbusige Dame. Es ist Alice. Alice läuft auch hier herum. Wir müssen unbedingt mal zum Wasser, um die Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Jetzt wird es Nacht hier, aber richtig dunkel. Ja, hier auch gerade. Sternenhimmel. Okay, dann baue ich mir mal eine Fackel jetzt. So, ich sprinte übrigens nicht, damit ich nicht so viel Wasser verbrauche in der Wüste, fuck. Damit ich nicht so viel Ausdauer. Was ist los? Ich werde angegriffen von hinten wieder. Ne. Von einem Spieler? Nee, oder von NPCs? Das ist wieder so ein Gorilla-Scheißvieh. Ah, okay. Scheiße, und die Spieler sind da auch wieder am Sitzen an diesem großen Feuer, was wir so gut gebrauchen könnten, und ich bin hungrig. Oh Gott. Ja, wir müssen NPCs ausnehmen, wir klauen in die Feuerstelle und dann können wir leben. Also wir haben echt zu lange gebraucht. Naja, wir spielen gerade zum ersten Mal. Was erwartest du denn, dass wir das alles sofort perfekt beherrschen? Natürlich, ich habe das schon durchgespielt, aber ich bin nicht erst ein Samen. Oh Gott. So. Oh nein, so, da ist wieder so ein Lagerfeuer. Also. Da ist ja so ein Gorilla. Ich boah, Alter, jetzt greifen sie mich alle an. Menschen, Gorillas und was weiß ich was alles. Warum machen die das nur? Sag, ich weiß auch nicht. Ich dachte, wir wären Freunde. Ich fütter nie wieder Gorillas im Zoo. Ich glaube, die haben von mir abgelassen. Ich glaube, die lassen aber schnell. Nein, ich bin gestorben. Willst du mich verarschen? Ich laufe gerade in eine Richtung, hoffe ich, in Klammern. Oh Gott, ich hoffe, ich finde meine Leiche. Baue ein Bett, um deine Respawn-Position zu finden. Oh Gott. Ja, und ob ich das schaffen werde.
Boah, die kämpfen da irgendwie. Schlagen die weiterhin auf mir rum? Willst du gerade die Folge abmoderieren? Das ja, ist ja, genau. Mach ich jetzt hier mitten im Stream. Falls ihr das erfahren, fahren die Leute den Stream beim Gronkh immer schön fleißig schauen. Oh, erfahren oh, sofort. Oh, Alter. Warte, ich muss gerade kämpfen. Ich werde ruhig kämpfen, damit ich nicht störe. Geil. Jo, bis dahin, tschüss.